Der Hon ist, Moment, angekommen in einem, ja, also schlimmer als US, das schlechteste Hotel in der United States, nämlich das Rumers in Munich, also in München. Meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja unterirdisch, was hier abgeht. Ich habe mir jetzt mal gerade hier so eine Wanne einlassen wollen, musste ich abbrechen, weil ich habe gar keine Badeutensilien. Es gibt nichts, weder Shampoo noch irgendwie ein Duschgel, ja, was man benutzen könnte, oder Badesalz. Ich meinte, ich habe keine Worte mehr. Also ich muss mal ganz von vorne anfangen, denn es ist wirklich das Rumers in München. Von 5 Sterne würde ich sagen, maximal 3 Sterne. Und was ich hier alles Albtraum-Horrortechnisches erlebt habe, das gibt es jetzt in dieser Review. Dazu viel, viel Freude. Als ich hier im Rumers in München ankam, war zwar ein doch freundlicher Doorman draußen, der nett Hallo gesagt hat, aber wie ich dann die Räumlichkeiten dieses Hotels betreten habe, hat sich ein kalter Schauer über mich gelegt, denn ich hatte das Gefühl, ich bin in United States Hotel. Ja, wirklich. Also ich meine, man hat ja viel gehört, Rumers, ist mein erstes Rumers. Also man schwärmt ja von Baden-Baden und so, ja. Aber das München, also wirklich so eine schlechte Qualität bietet, das erschließt sich einem ja gar nicht. Ich musste hier Dinge erleben, die ich wirklich noch nicht mal teilweise in Amerika erlebt habe. Und ihr wisst ja, US ist wirklich Down Under. Und dieses Rumors ist doppelt dreifach Down Under. Also nachdem ich mich also von diesem Schauer erholt habe, habe ich dann verstanden, warum ich diesen Schauer überhaupt hatte. Ich komme zur Rezeption. Dort stehen 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 oder 5 Mitarbeiter. Junge Mitarbeiter. Naja, denkt man, komm, junge Leute, vielleicht eben gut motiviert, gehst du mal hin und dann sagst du Hallo, freundlich, wie der Hon das eben so macht. Und dann ging es los, dass ein junger Mann auf mich zukam und sagte, sie wollen einchecken. Da dachte ich, okay, ja, mein Name ist Schröder, der Hon. Ich hatte reserviert. Und dann war ich innerhalb von einer Minute eigentlich schon fertig. Wirklich, da gab es schon den Schlüssel, war schon erledigt. Da habe ich gesagt, hallo, ich meine, ich bin Ambassador-Member. Also das heißt, Sie müssen mir schon so ein bisschen das klassische Programm auch anbieten als Ambassador von Bonvoy. Oder gehören Sie nicht mehr zur Kette? Ja, so war das Gefühl. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass dieses Hotel so ein klassisches Investor-Hotel ist. Wirklich von Investoren geführt und nicht von Hoteldirektoren. Ich meine, das ist ja insgesamt bei den Hotels so. Aber so, dass man es merkt, wie hier, das war schon erschreckend. Auf jeden Fall habe ich damit natürlich mit dieser Aussage diesen Angestellten schon ein bisschen verunsichert. Und dann hat sich fast schon links, habe ich schon spürbar gemerkt, wie sich also der linke Kollege so ein bisschen da mit reinspielen wollte. Hat aber noch einen Moment gezögert. Und wir kamen vor allen Dingen darüber, dass ich dann sagte, klar und deutlich, ich bin ja Ambassador bei Ihnen. Also habe ich erst mal angefangen, ihm zu erklären, was das eigentlich alles bedeutet. Ich hatte das Gefühl, er hat keine Ahnung gehabt. Und habe dann gesagt, ich brauche keinen Block extra, weil wenn ich hier irgendwo was esse im Haus, dann zahle ich das extra. Und dann kam die Kollegin, die also wie unverschämt unpersönlich. Die hat an der Seite, das heißt, er guckte dann so rüber und die Kollegin dort, die machte so. Also unter dem Motto, das kommt nicht in Frage bei uns. Musst du dir mal vorstellen. Für die Top-Kunden hier im Hotel, da ist die nicht freundlich zuvorkommen, sondern da tippt die, macht so, damit weiß der Kollege, das kommt nicht in Frage, also geht nicht. Musste also 100 € extra blocken für ein Hotel, wo ich nichts essen wollte. Und wo ich ja in dem Sinne Stammkunde bei diesem Programm bin, also alle Daten da sind und ich ja gläsern bin. Das heißt also, es ist noch nichts vorgefallen. Ich habe bisher noch kein Hotel demoliert oder irgendwie die Rate nicht gezahlt. So, das weiß man ja alles. Sonst würde das da sicherlich in diesem Programm stehen oder im Motto, oh, der Kunde ist gefällig oder ich wäre schon lange nicht mehr dabei. Sondern ich bin ja ein gern gesehener Gast. Also so bestätigen mir das andere Hotels. Und dann in diesem Moment habe ich natürlich auch meine, naja, doch sehr offene, freundliche Geschichte so ein bisschen gedreht und habe dann natürlich auf das Thema gesagt, hört mal auf, also so geht das nicht, das möchte ich eigentlich nicht, also Sie zwingen mich dazu, dann kann ich das jetzt nicht ändern, ich müsste ja sonst ausziehen
Und von der Seite, ich wollte aber das Hotel natürlich gerne mal erleben. Ich bin das erste Mal an dem Rumors. Ich mache das jetzt aber widerwillig. Ich mache das nicht freiwillig. In dem Moment schaltet sich dann also nebendran der Kollege ein, der dann dazu kam und dann so ein bisschen versuchte, computertechnisch da jetzt einzugreifen, weil ich sagte, was ist denn mit den Informationen? Also zum Beispiel, gibt es ein Frühstück? Habe ich 1000 Punkte? Haben Sie eine Liste? Wann ist das Frühstück? Und so weiter. Und dann hat der das schon ausgedruckt, versucht zumindest. Es kam dann irgendwann so ein Print. Und der sagte dann im Endeffekt, ja, das ist bei uns immer so ein Standardding, das geht so bei uns durch, weil normalerweise haben Sie entweder 750 Punkte oder ein Frühstück, aber die meisten nehmen im Frühstück. Und dann haben Sie ja 1000 Punkte, das wissen Sie ja sowieso. Das wissen Sie ja sowieso, das ist alles Standard. Das ist ja Discounter-Hotel, wirklich, das ist so unter. Ich meine, ihr wisst ja, da fängt ja bei mir erst das ganze Spiel und die Freude auch erst an. Also da haben sie mich dann geweckt und da habe ich dann gesagt, so, jetzt wollen wir es natürlich wissen. Jetzt geht es natürlich wirklich ins Eingemachte. Also habe ich die ganzen Grundpunkte abgehakt und ich hatte da also meinen Schlüssel, dass ich also den Schlüssel also nicht brauche, um hier das Licht zu, weil das ja alles schon wieder automatisch gesteuert wird, ja. Und dann hatte ich im Endeffekt so meine Grundinformation, ich hatte meinen Schlüssel, ich habe dann von ihm einen ausgedruckten Zettel bekommen, wann eben Frühstück ist und was es sonst noch so an kleinen Mini-Leistungen gibt und dachte erstmal, wissen Sie was? Ich fange jetzt erstmal an und dann sehen wir mal, was ist und dann melde ich mich, wenn doch irgendwie ein Problem da ist. Ah, was ich vergessen habe, es gab kein Upgrade in eine Suite. Und obwohl verfügbar, ja? Also das heißt, ich habe dann noch gesagt, wie sieht es denn aus mit einer Suite? Und ich habe ja gesehen, das ist verfügbar, man kann das also buchen. Wenn ich jetzt buchen würde, würde ich eine Suite bei Ihnen buchen können, also eine Junior oder eine kleine Suite. Und dann sagt der noch wörtlich, das darf ich einfach nicht vergessen, da sagt der... Ja, da wohnen unsere Inhaber jetzt drin und die bleiben wohl heute etwas länger. Das heißt, die haben einen späteren Checkout. Heißt also vor 18 Uhr kommen wir da nicht ran. Dauert das auf jeden Fall bis 19 Uhr, bis man eventuell dann überlegen könnte. Aber wir haben das jetzt für Sie so vorbereitet und wenn Sie damit einverstanden sind. Hab gesagt, nein, bin ich natürlich nicht. Dann kriegen Sie jetzt einen Schlüssel, dann können Sie aufs Zimmer gehen. Ich hatte dann also den Schlüssel, habe ich gedacht, komm, was soll's. Ich gehe aufs Zimmer, komme hier also in diesem Aufzug nach oben und höre schon so ein Presslufthammer, denke. Habe ich das richtig gehört? Ein Presslufthammer Bernhard in diesem Hotel? Zur Hauptgeschäftszeit, ja. Das ist schon, wäre ja ein bisschen frech. Ich reagiere ja da albtraumtechnisch drauf. Also habe ich gedacht, na gut, kann auch irgendwie eine kurzfristige Geschichte sein. Überhör das mal. Gehe also raus, kommen also erstmal in dieses Dunkelschwarze, dieser Flur dunkelschwarz. Da ist nichts zu erkennen. Gibt auch keine Hinweisschilder, wo was, sondern nur, wo es eben die Zimmer gibt. Das war also ein Glück. Aber alles andere ist hier, wo ist der Lift und wo ist was, nicht zu erkennen. Ich habe da mein Zimmer gefunden, direkt am Fahrstuhl. Also ich meine, ich bin gleich hier links, gleich rein. Und da fiel mir dann ein, nachdem ich diese Tür geöffnet habe, dass der junge Mann unten noch sagte, der sich da eingeschaltet hat, wahrscheinlich so ein Supervisor. Ja, wir haben uns ja auf Sie vorbereitet. Das fiel mir in diesem Moment ein, wie ich dann so ins Zimmer rein bin und so, weil ich bin dann hier so angekommen und stellte fest, hier war weder ein Wasser, noch ein Treatment, noch irgendetwas Nettes, was mich als VIP-Gast besonders macht. Denn darum geht's ja. Wir wollen ja etwas Besonderes sein, darum sind wir ja Clubmitglied, darum sind wir öfter da. Und da haben wir auch eine Möglichkeit zu erwarten, dass es im Five-Star-Bereich, und ich würde sagen, hier gibt es maximal 3 Sterne, dass man hier dann auch dementsprechend gut bedient wird. Und da kam dann diese Erinnerung unter dem Motto, ja, wir haben uns ja auf Sie vorbereitet und natürlich haben wir das und das und das. Und dann habe ich gedacht, aha. Da ist kein Wasser auf dem Zimmer, kein freundliches Hallo. Das ist also diese Vorbereitung, die man auf mich hat. Nämlich, ich würde mal sagen, gar keine. Dann habe ich diesen Fernseher da hinten, den habe ich so an die wieder reingedrückt. Der geht permanent auf. Guck mal, der ist also permanent auf, der geht gar nicht mehr zu. Weil ich dachte, mein Gott, immer wenn der Fernseher so aufgeht, ist ja nervig, wenn so ein Fernseher im Zimmer steht. Den möchte man natürlich zurückdrücken in seinen Bereich. Und erst wenn ich ihn brauche, möchte ich ihn rausholen. Also, Fernseher geht gar nicht erst rein. Bleibt also immer so, wie er jetzt ist, rausgekommen. Dann diese Türen, also hier, wenn man so durchgeht, es gibt ja hier so ein Badezimmer und dann eben so eine Zwischentür, so eine kleine Diele und dann geht man ins Zimmer und diese Türen, die gehen immer zu. Also statt die aufbleiben, gehen diese Türen immer zu, muss ich immer wieder auf und zu machen. Das ist ein völliger Gaga-Bereich. Also es fing bei mir an, wirklich jetzt, jetzt wollte ich es wissen. Jetzt wollte ich wissen, wie sieht denn das Zimmer hier überhaupt aus? Wie sieht es denn aus mit Staub und Dreck? Denn
meine Nase, ihr wisst ja, ich bin Allergiker, die hat schon mir gezeigt, hallo, hier könnte etwas nicht in Ordnung sein. Und so war es dann auch. Der Tisch, das Tischchen, all diese kleinen Dinge waren völlig verklebt. Es war nichts wirklich sauber gemacht. Und ich sag mal, eine Grundreinigung darf man doch wohl in so einem Room als in München noch erwarten, oder? Die Einrichtung finde ich ja auch extrem billig gemacht. Ich meine, das ist ein Autograph-Hotel. Hier gibt es keine Geschichte. Hier hat man im Endeffekt Teile, Kopie einer Geschichte genommen, hat die ein bisschen reingesetzt und hat gesagt, das ist ein Autograph-Hotel. Also das ist wirklich das Pseudo-Autograph-Hotel, das ist ganz klar. Und die Ausstattung ist Discounter-Qualität, wirklich billigstes Zeug. Hier hat nichts irgendwie Bestand oder so, dass man sagt, das ist so ein bisschen, was man anfassen kann. Du musst immer vorsichtig sein, dass wenn das hier irgendwie, der Stuhl etc., dass das jederzeit umkippt oder sonst was, weil es eben wie so ein Puppentheater aussieht. Dann habe ich wieder gehört, diese Bauarbeiten. Also den Presslufthammer, den hörst du natürlich dann. Und der war im Bad extrem laut. Da dachte ich, oh Gott, die sind direkt über mir. Da muss man sich mal vorstellen, das gilt also auch nochmal zu dem Thema, wir haben uns auf sie vorbereitet. Da haben die mir ein Zimmer gegeben, wo über mir die Bauarbeiten stattfinden. Ich meine, damit haben sie natürlich bei mir den absoluten Worst Case ausgelöst. Weil das ist natürlich unverständlich und das ist eine Sache, die überhaupt nicht geht. Ich hatte ja grundsätzlich, weil alles so in Schwarz-Weiß angelegt ist, wobei das Haus von außen mehr so eine Art von M-Hotel, also diese One-Hotels hat, ja. Es gibt hier direkt auch so ein Hotel, das habe ich direkt mal ein Foto gemacht, das muss ich euch mal zeigen. Das könnte auch so ein Hotel sein. Von außen kaum ein Unterschied. Ja, von innen wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich bin ich in einem Nebenhotel besser bedient als hier als Top-Mitglied und Top-Kunde. Weil diese schwarz-weiße Einrichtung und das ganze System, was hier so auf dieser Basis, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Sofitel in Wien, da haben die ja auch weiße, schwarze und graue Zimmer. Ich habe ja grau und weiß dann gewohnt, weil ich einmal im Schwarzen war, da habe ich ja Albträume gehabt. Albtraum-Hotel, genauso eben auch hier. Und so schwarz sind eben auch die Flure, weil es hieß die Saunalandschaft. Ich meine, Landschaft ist eher eine Tümpellandschaft, ja. Also das ist ein Mini-Pool, also es ist gar kein Pool, es ist so ein bisschen Wasser. Und dann gibt es eben diese Sauna da drin. Ja, und das alles so dunkel und schwarz, ich konnte nichts erkennen. Es war, dass man auch durch diese Spiegel, die überall waren, das Gefühl, man ist in so einem Spiegel-Schattenkabinett. Ja, man stößt immer irgendwo dagegen, ist ein absoluter Albtraum. Das mit den unkompetenten Mitarbeitern hatte ich ja gleich am Anfang erwähnt, aber dass man hier auch im Bereich des Housekeepings leider Mitarbeiter wahrscheinlich hat, die nicht so kompetent sind, das konnte man am Bademantel feststellen. Ich habe mir diese Bademäntel, die in der Dusche drin hängen, mal angeguckt. Also da roch noch der Vorgänger. Und ich habe euch ja gesagt, man kann das immer erstmal riechen, bevor man es anzieht. Erstmal sind die sehr schmuddelig in ihrer optischen Form schon. Und dann habe ich da gerochen, habe ich gedacht, meine Güte, Urin auf der Toilette, also wenn man da reingeht in den Duschbereich. Dann diese, also Bademäntel, die noch nach dem Vorgänger riechen, das hat man einfach schnell zusammengehängt und dahin gepackt. Ich meine, wahrscheinlich werden es die meisten Gäste nicht merken. Aber bei mir haben sie den Falschen eingerichtet, nämlich bei mir hätten sie ordentlich sein müssen. Denn dadurch kann ich jetzt euch sagen, wie schmutzig, dreckig und ja wirklich unangenehm dieser Aufenthalt für mich war. Ich war wirklich ungerne hier. Wer unbedingt nach dieser Review nochmal in dieses Rumors nach München möchte, der sollte zumindest darauf achten, was die Zimmerauswahl betrifft. Es gibt also zwei Seiten, nämlich die eine Seite, wo die Straßenbahn und die Autos etc. fahren. Das ist extrem laut. Und dann gibt es die andere Seite, das ist in den Wintertagen kein Problem, in den Sommertagen konnte ich auch in den Reviews der anderen lesen, der anderen Gäste, dass dann da draußen eben laute Musik läuft, dass man kaum schlafen kann. Und auch ein bisschen weiter, man hört also morgens um 6 Uhr, wirst du schon geweckt durch die Bahn, die also ein lautes macht. Da habe ich gedacht, ich stehe im Bett. Apropos Bett, ich bin erst um 3 Uhr eingeschlafen. Warum? Weil die hier so eine Art Disco haben in ihrem Restaurant, das ist so ein Restaurant und eine Bar, da läuft die Musik bis 3 Uhr. Also du kannst hier einfach nicht schlafen. Dieses Hotel ist ein Albtraumhotel, wo man weder schlafen kann und wo du mit einer Eisenbahn-Schrägstimme extrem geweckt wirst. Ist ein No-Go. Ich habe ja auch Stromanschlüsse gesucht. Die einzigen Stromanschlüsse, 4 Stück, gibt es am Boden. Aber es gibt keine da, wo man vielleicht mal einen Computer anschließt. Also weiter oben. Da reicht manchmal das Kabel gar nicht bis zum Tisch. Du musst also Tisch verschieben, um überhaupt an diese Stromkabel zu kommen. Das ist alles so irre hier. Dann haben die eine Minibar. Und das Problem ist ja, dass man, naja, normalerweise eine Minibar aufmachen kann. Hier ist das in Frage zu stellen, deswegen auch bitte vorsichtig, denn die haben 100 Euro geblockt. Die können also jederzeit von diesen 100 Euro den Zugriff machen. Da haben sie diese Minibar, die haben sie mit einem Bändchen versehen. Wenn man das aufreißt und es fehlt nachher was, wenn ihr auscheckt und ihr habt das gar nicht getrunken,
Ich glaube, da könnte eine Rechnung nachträglich blockiert in Rechnung gestellt werden. Denn ich meine, der Champagner kostet 40 oder 50 €. Und wenn da 50 € nachher fehlen, das kann schon komisch sein. Auch wenn man vielleicht gesagt hat, ich habe nichts getrunken. Aber das Bändchen ist ja weg. Ich konnte also auch nicht überprüfen, ob diese Minibar überhaupt voll ist. Heißt also, es könnte jetzt schon eine Flasche Champagner fehlen und die könnte mir in Rechnung gestellt werden. Ist leider nicht zu überprüfen, weil wenn ich es wegmache, habe ich mich ja schon mehr verdächtig gemacht, dass ich was genommen habe, sollte es fehlen. Ich finde diese Lösung extrem schlecht. Also dieses Rumors in München ist ein echter Albtraum-Horror, den ich so lange nicht mehr erlebt habe, dass ich sagen muss, es ist schon dramatisch, dass man das überhaupt noch speziell in Deutschland, speziell in München erleben darf. Denn ich meine, wenn ich nicht vorher, eine Nacht vorher vom West End gekommen wäre und ich dort eine fantastische Flasche Rotwein bekommen hätte, hätte ich hier gestern Abend noch nicht mal ein Gläschen trinken können. Da habe ich gestern also in Freude an das West End gedacht und ihr kriegt von mir ein absolutes Doppel-Go. Also dort zu übernachten ist eine echte Freude, speziell als Member. Upgrade in Suites, eine Club Lounge und dann gibt es Treatment. Also es ist wirklich so schön, die geben sich so viel Mühe. Dort sind kompetente Mitarbeiter, die Freude machen. Und ich meine, dann auch noch diesen gigantischen View. Und hier bist du eingeschränkt, du hast diese Straßen rechts und links, es ist extrem laut, dann Bauarbeiten, keiner sagt dir Bescheid bei der Buchung, dass du hier in dem Sinne ja Lautstärke zu erwarten hast. Dann diese Diskothek hier unten, da diese Bar, ja, die also bis nach 3 Uhr noch hier bum 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 macht. Unkompetente Mitarbeiter beim Check-in, die nichts erklären, die keine Ahnung haben, dieser furchtbare Staub und Dreck, der hier überall zu finden ist. Ich habe mal so oben entlang, es ist ein Irrsinn, was hier los ist. Und ich muss sagen, dieses Hotel The Rumors in München hat mir keine Freude gemacht. Es ist weder ein Autograph mit Geschichte, noch ist hier ein Experience zu erwarten, weil das hier ist schlimmerer Albtraum, als ich es jemals in den USA hatte. Ein absolutes Was? No-Go. Que yo te amé, quiero.